So. So. So, ja, mir. Schau mir. Wie? So, ich höre schon, ich habe vergessen, das Mikrofon stumm zu schalten und einige erzählen wieder statt zu trainieren. Dann schalte ich mal noch schnell die Mikrofone stumm. So, unser Hauptthema wird heute sein die Rückwärtsstellung. Ja, das ist ja im Anfängerbereich immer ein bisschen schwierig. Man übt immer das hintere Bein zu strecken und vorwärts zu stehen. Und dann für die zweite Prüfung braucht man auf einmal diese Rückwärtsstellung. Und das ist heute so ein bisschen unser Thema. Wir stehen in hüftbreiter Position, bleiben aufrecht stehen und tun jetzt mit dem linken Fuß unseren eigenen rechten berühren und vorn den Boden und wieder den Fuß und Seite den Boden und wieder den Fuß und hinten den Boden und wieder den Fuß und hinten überkreuzt und wieder den Fuß und setzen ab. Und das gleiche mit dem anderen Bein. Fuß berühren, vorn berühren. Fuß berühren, Seite berühren. Fuß berühren, hinten berühren. Fuß berühren, über Kreuz berühren. Fuß berühren, absetzen. Und wieder der linke Fuß. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, vorn, zwei, Seite, drei, hin, vier, Kreuz. Fünf berühren, absetzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, 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 absetzen. Ein Durchgang links, rechts, ohne Zählung. Eins. 2 und locker. Jetzt schließen wir die Füße und drehen das linke Bein 90 Grad nach außen. Der Rest des Körpers bleibt vor. Und drehen wieder zurück. Und den rechten Fuß 90 Grad raus. Und wieder zurück. Körper bleibt gerade. Ja? Körper nicht mitdrehen. Körper gerade lassen. Nur das Bein. Eins. Zurück. Zwei, zurück, drei, zurück, vier, zurück, fünf, zurück, sechs, zurück, sieben, zurück, acht, zurück, neun, zurück, nicht, bleib gerade, zehn, zurück, eins, zurück, zwei, zurück, drei, zurück, vier, zurück, fünf, zurück, sechs, zurück. 7, zurück, 8, zurück, 9, zurück, 10, zurück. Und wir nochmal 90. Jetzt machen wir das Gleiche. Wir bewegen das Bein nach außen, aber stehen auf einem Bein. Wir ziehen also das linke Knie hoch, bleiben mit dem Körper wieder gerade und bringen jetzt das Bein nach außen und wieder nach vorn. Und halten das Knie schön oben. Ich, nie, san. Ski gerade stehen, hoch, hoch, sich, hat, kü, dü, ich, ni, san, ski, go, hoch, sich, hat, kü, dü. Und locker an, jawohl, Wolfgang, sehr schön. Und das rechte Knie hoch. Ich, stehen, ni, san, ski, go, hoch, sich, Hat, Q, Q. Und etwas schneller. Ich, Ni, San, Chi, Go, Ruck, Sich, Nick, mach mit. Gu, Gu, Q, Q. Und absetzen. Okay? Jetzt direkt das Knie zur Seite
Und dabei aber immer in die Kniebeuge gehen. Kniebeuge, Knie zur Seite. Kniebeuge, Knie zur Seite. Ja? Knie raus, Kniebeuge, gerade stehen. Der Rest des Körpers bleibt gerade. Wir fangen mit dem linken Bein an. Ich. Hey. Knie. Hey. So, stehen. Hey. Absetzen. So, stehen. Hey. Absetzen. Oberkörper gerade lassen. So. Hey. Rück. Hey. Sieg. Hey. Arsch. Hey. Kü. Hey. Jü. Hey. Und locker. Jetzt gehen wir zurück zu unserer ersten Übung. Ja, mit diesem Berühren. Aber diesmal stehen wir in einer tiefen Kniebeuge, so tief wie ihr könnt. Ja, in die Kniebeuge runter. Und jetzt wieder mit dem linken Fuß. Berühren und weit nach vorne. Berühren und weit zur Seite. Der Rest des Körpers verändert sich nicht. Nicht bewegen. Stehen bleiben. Berühren, weit zurück. Berühren, weit über Kreuz. Berühren, aufstehen. Jetzt das andere Bein. Wieder in die Hocke. Rechte Fuß. Berühren, weit nach vorne. Berühren, gerade bleiben, nur das Bein geht zur Seite, der Körper bleibt stehen. Und wieder berühren. Zurück. Wieder berühren. Über Kreuz. Wieder berühren. Und wieder entspannen. Und wieder das andere Bein. Runter. Berühren, vor. Berühren, Seite, gerade bleiben, nicht bewegen. Berühren, zurück. Berühren, über Kreuz. Berühren, aufstehen. Beinwechsel. Runter. Berühren, vor. Berühren, Seite gerade bleiben. Berühren, zurück. Berühren, über Kreuz. Berühren, aufstehen. Noch zwei Durchgänge. Runter, linkes Bein. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und rechtes Bein. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Letzter Durchgang, eine Zeit, alle vier Bewegungen mit links. Runter. Eins. Und mit rechts. Runter. Zwei. Und locker. Sehr schön. Jetzt gehen wir nochmal in die leichte Kniebeuge, ziehen ein Knie oben an und berühren jetzt mit dem Fuß den Boden weit vor. Ziehen wieder zurück, stehen auf. Gehen runter, öffnen, bleiben gerade. Berühren mit dem Fuß, ziehen das Knie wieder hoch, stehen wieder auf. Linkes Bein beginnt. Eins. Zwei, drei, vier. Und das rechte Bein. Eins, zwei, drei, vier. Und das linke Bein. Eins, zwei, gerade bleiben, nicht in die Richtung drehen, vorne bleiben, vorne bleiben. Drei, vier. Ja, bleib vorne. Eins, zwei, drei, vier. 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 Und locker. Und wir kreisen mit dem Kopf im Nacken. Und rechts links. Bend nur den Kopf, nicht den Rumpf. Nur den Kopf. Und oben und unten. Ichi, ni, san,
Chi, ho, ho, tic, hach, tu, tu, tic, ni, sa, chi, ho, ho, tic, hach, tu, tu. Und seitlich ablegen. Handfläche zu Boden, Fingerspitzen runter. Lösen und Seitenwechsel. Und okay. Und mit den Schultern rückwärts kreisen. So, schöne große Bewegung. Und die Arme nach oben. Und der rechte Arm nach vorn. Und der linke nach hinten. Und Arm oben. Und der linke Arm nach vorn. Und der rechte nach hinten. Und die Arme hoch. Und wir versuchen bei jeder Runde zu wechseln. Arme schön strecken. Nick, Arme richtig hoch. Rechts vor links zurück. Links vor rechts zurück. Rechts vor links zurück. Links vor rechts zurück. Ich. Ni. Sa. Si. Ho. Ho. Si. Hat. Chi. Und lass die Arme locker. Okay. Und wir stellen uns im Kibonacci. Seitwärtsstellung. Die Füße sind parallel. Wir stehen zwei Schulterbreiten. Die Knie normal gebeugt. Das Becken nach vorn. Jetzt drehen wir das rechte Bein nach außen. Ich, so das Gewicht auf dem hinteren Bein ist. Und stehen einfach nur. Ich, ni, san. Chi, ho, ho, sich, hach, chü, jü. Und stellen Sie wieder parallel. Jetzt bringen wir das Gewicht aufs rechte Bein, sodass wir den linken Fuß drehen. Und wieder nur stehen. Ichi, ni, san, chi, ho, ho, sich, hach, chü, jü. Und locker. Machen wir nochmal und ihr achtet bitte darauf, stellt euch vor, ihr würdet an einer Wand stehen und euer Knie ist an der Wand und eure Schulter ist an der Wand. So weit hinten muss das Gewicht sein. Hier ist die Wand, euer Knie und eure Schulter sind an der Wand. Und das hintere Bein ist stark gebeugt, das vordere ist nicht gerade, ist aber auch nicht stark gebeugt, sondern leicht eingebeugt. Ja, das ist die Rückwärtsstellung. Das Gewicht ist auf dem hinteren Bein, deswegen rückwärts. Nochmal, Kibonacci. Jetzt das Gewicht aufs linke Bein und auf dem rechten Fußballen drehen. Vorne leicht gebeugtes Bein und schön Druck auf dem hinteren Bein. Arme auf Schulterhöhe, sodass die Brust zum Bildschirm zeigt. Ich, nie. San, chi, ho, ho, sich, hach, kü, jü. Locker. Beine entspannen. Füße wieder ausrichten für Seitwärtsstellung. Wieder in den Hockstand, Seitwärtsstellung. Jetzt das Gewicht aufs rechte Bein. Den linken Fuß leicht reinziehen. Arme wieder auf Schulterhöhe. Bauch zum Bildschirm. Ichi, ni. San, chi, ho, ho, sich, hach, kü, jü. Und wieder locker. So, jetzt wollen wir auf den Füßen drehen. Immer auf den Hacken. Ja? Wir stehen in der Rückwärtsstellung.
Der Bauch ist vorn und jetzt dreht nur die Hüfte abwärts und wir verlagern das Gewicht. Ich. Nie. Bauch bleibt die ganze Zeit vorn, Arme bleiben oben. Sa. Chi. Schön, Gewicht hinten. Der hintere Fuß ist gerade, der vordere ist im rechten Winkel. Hoch. Hoch. Sieg. Hat. Kühl. Und locker. Strecken wir nochmal. Wir stehen hoch. Strecken die Arme nochmal auf Schulterhöhe. Jetzt drehen wir die rechte Handfläche nach oben und ziehen uns nach rechts. Und drehen die linke Handfläche nach oben, ziehen uns nach links. Rechts ziehen. Links ziehen. Ich. Ni. San. Chi. Go. Ok. Sich. Hat. Kü. Tü. Und die Arme locker. Okay. Die Füße zusammen. Auf den linken Fuß Ballen stellen. Und 90 Grad drehen. Ich. Auf den rechten Fuß Ballen stellen. 90 Grad drehen. Ich. Linke Fußball. Und die rechte Seite geht nach vorne. Zang. Linke Fußball, rechte Fußball, rechte Fußball. Die linke Seite geht nach vorne. Chi. Wieder linke Fußball. Wir drehen es nach links. Go. Rechte Fußball. Wir drehen es nach rechts. Go. Linke Fußball. Wir drehen es nach links. Sich. Rechte Fußball. Hansch. Noch zweimal. Linke Fußball. Chi. Und rechte Fußball. Jü. Und locker. So, und jetzt schaut mal her. Genau das machen wir jetzt auch. Wir haben die Füße zusammen. Gehen wie vorhin ein bisschen in die Kniebeuge. Jetzt setzen wir den rechten Fuß vor. Gehen noch weiter vor, bleiben aber mit dem Gewicht hinten und drehen auf den Ball. Okay? Dann stehen wir wieder auf. Dann wieder in die Kniebeuge, linken Fuß vor, noch weiter vorgehen und den hinteren Fuß auf den Ballen drehen, das Gewicht hinten lassen. Das Gewicht nicht nach vorn bringen, Gewicht hinten lassen und wieder abstoßen. Füße zusammen, Hockstand, rechte Fuß vor, weitergehen, aber auf dem linken Bein drehen. Jawohl, und das Gewicht hinten lassen dabei. Und wieder aufstehen. Füße zusammen. Hockstand. Linke Fuß vor. Weiter vor auf dem rechten Ballen drehen. Und wieder aufstehen. Und wieder runter. Rechter Fuß. Links dreht und ist belastet. Und zurück. Hocke. Linker Fuß. Rechts ist belastet und dreht. Und wieder aufstehen. Und nochmal. Hocke. Rechter Fuß. Drehen. Jetzt ist der Bauch zur Seite. Ja? Der Bauch ist jetzt so. Und zurück. Hocke. Linker Fuß. Jetzt ist der Bauch in die Richtung. Jetzt dreht der Körper 90 Grad. Und noch einmal rechts, einmal links. Hocke. Rechter Fuß. Drehen. Und zurück. Hocke. Linke Fuß. Drehen. Und locker. Wir machen eine Faust. Rechts eine Faust. Und strecken die Finger. Den Daumen legen wir an die Seite und winkeln ihn an. Und jetzt aus dem Beginnerbereich. Den Arm auf die andere Seite auf Ohrhöhe. Und locker. Und die andere Hand. Faust. Strecken. Den Daumen anlegen und leicht winkeln.
Jetzt den Ellbogen und die Hand auf die andere Seite, als wenn ihr euch selber eine Ohrfeige gebt. Und wieder locker. Jetzt versuchen wir von hier unten direkt da hochzukommen. Ich. Locker. Nie. Locker. Sam. Ellbogen unten halten. Nicht oben. Ellbogen unten halten. Locker. Chi. Locker. Go. Locker. Ruck. Schön die Finger zusammen. Locker. Sit. Locker. Hand. Locker. Tü. Locker. Tü. Und entspannen. Jetzt nehmen wir den zweiten Arm dazu. Während der eine hochgeht, streckt sich der andere. Ja, wenn wir das mit geschlossenen Fäusten machen, sieht es aus wie Ausholbewegung für Gedanbereich. Heute machen wir das mit geöffneten Händen. Die Hand ist gestreckt, Handrücken oben. Die Hand ist gestreckt, Handrücken außen. Und fallen lassen. Und der andere Arm. Hoch und strecken, Ellenbogen zusammen. Ellenbogen zusammen. Wolfgang, Ellenbogen zusammen. Okay. Und locker. So. Locker. Schieb. Locker. Hoch. Locker. Hoch. Locker. Sieg. Locker. Hand. Locker. Kühl. Locker. Tü. Locker. Okay. Jetzt stellen wir uns wieder mit den Füßen zusammen. Und jetzt heben wir die linke Fußspitze an, dass wir links auf der Ferse stehen. Und drehen uns rückwärts. 180 Grad. Ich. Jetzt stehen wir die rechte Fußspitze hoch. Drehen uns wieder rückwärts auf der Ferse. Linke Fußspitze hoch. Rechts rumdrehen auf der linken Ferse. Rechte Fußspitze hoch. Links rumdrehen auf der rechten Ferse. Linke Fuß hoch. Ja, den rechten Fuß lösen, auf der linken Ferse drehen und wieder hinstellen. Rechte Fußspitze hoch, links rumdrehen, wieder abstellen. Ja, schaut nochmal, ihr dreht euch quasi auf einen Fuß. Nehmt die Fußspitze hoch, dreht euch auf einen Fuß und dann setzt ihr wieder ab. Rechte Fußspitze hoch, links rumdrehen, absetzen. Linke Fußspitze hoch, rechts rumdrehen. Rechte Fußspitze, links rum. Linke Fußspitze, rechts rum. Rechte Fußspitze, links rum. Noch einmal pro Seite, linke Fußspitze hoch. Auf der linken Ferse, rechts rumdrehen. Rechte Fußspitze hoch. Auf der rechten Ferse, links rumdrehen. Und absetzen. Okay. Rechte Fußform, Kokuzudachi. Und jetzt macht ihr genau das Gleiche. Jetzt dreht ihr euch auf der linken Ferse und zieht den rechten Fuß zurück. Hit. Auf der Stelle drehen. Gewicht wechseln. Nie. Okay? Zurückziehen. Die rechte Hüfte zurückziehen, auf der linken Ferse drehen. Ah. Rechte Hüfte zurück. Schieb. Rechte Hüfte zurück. Hoch. Rechts zurück. Hoch. Rechts zurück. Sieg. Rechts zurück. Hand. Immer auf der Ferse drehen. Ja? Immer auf der Ferse drehen. Hüb. Einmal noch. Hüb. Und locker. Also, wir merken uns, wenn wir nach vorne gehen, öffnen sich die Beine. Dann drehen wir auf den Ballen. Wenn wir zurückgehen, schließen sich die Beine. Dann drehen wir auf der Ferse. Beinwechsel. Linker Fuß vorn, rückwärts stellen.
Auf der rechten Ferse drehen, den linken Fuß zurück. Hit. Knie. Schön die linke Hüfte zurückziehen. Ja, der Start erfolgt nicht hier, der Start erfolgt hier. San. Chi. Oh. Oh. Schön auf der Ferse drehen. Sieg. Gewicht hinten einnehmen. Ah. Qi. Qi. Und die Beine lockern. Gut, jetzt kommen wieder die Arme. Wir machen nochmal die Außenbewegung. Und jetzt achten wir aber darauf, dass da, wo der Arm hochgeht, da geht der Körper mit hin. Ja, wir holen mit beiden Armen aus, aber der Körper geht mit dahin, wo der Arm hochgeht. Nur das Ausholen nochmal. Ich. Locker. Knie. Locker. Dran. Locker. Chi. Locker. Ho. Locker. Ho. Locker. Sich. Locker. Hatsch. Locker. Kü. Locker. Jü. Locker. Okay. So, und jetzt bauen wir das zusammen. Jetzt machen wir noch die Blockbewegung an sich. Das heißt, wir gehen in diese Ausholbewegung, den rechten Arm hoch. Und mit der linken Hand halten wir den rechten Ellenbogen fest. Drücken an den Körper ran. Jetzt bewegen wir nur den Unterarm und drehen die Hand, sodass die Handfläche am Ende nach vorn zeigt. Und holen wieder aus. Ich. Nie. Tan. Schi. Ho. Ho. Sich. Hat. Chi. Chi. Ja, kurz herschauen. Jetzt schaut mal, das war jetzt nur der Arm. Wenn ich jetzt noch die Schulter dazu nehme, habe ich exakt die Blockposition. Eine Faustbreite vom Körper weg, 90 Grad. Jetzt haben wir nur die Rotation des Unterarmes geübt. Und wenn ich aber die Schulter mit dazu nehme, bin ich in der korrekten Blockposition. Und wir wechseln die Seite. Linker Arm hoch, rechten Ellbogen festhalten. Nur den Unterarm drehen. Ich. Schön die Handfläche nach vorn. Und wie die Handfläche zum Körper. Knie. Außen. Zusammen. Außen. Schi. Außen. Weniger Ellenbogen bewegen, mehr Arm. Einfach nur den Unterarm raus. Go. Hey. Ruck. Hey. Sitz. Hey. Hatsch. Hey. Schi. Und locker. So, jetzt stellen wir uns in Rückwärtsstellung. Rechter Fuß ist vor. Linker Arm ist vor. Mit dem rechten Arm holen wir aus. Der Bauch zeigt zur Kamera. Jetzt schlagen wir nach außen. Und am Ende halten wir wieder gerade an. Ausholen. Nach vorn schlagen. Anhalten. Ausholen. Nach vorn schlagen. Anhalten. Ausholen. Vor. Anhalten. Und locker. Ja, die hintere Hand wird bei dieser Technik nicht zurückgezogen, nicht komplett, sondern die hintere Hand wird nur halb zurückgezogen. Da, wo so ein Sicky-Tee ist, an der Stelle ist jetzt der Ellenbogen. Und der Unterarm selber ist vor dem Bauch. Andere Seite, linke Fuß vor, Ausholarm rechts, linke Hand hoch. Jetzt mit der Hüfte nach vorn drehen und mit dem Block wieder zurückdrehen. Also, mit der Hüfte nach vorn, das gibt Schwung
Und die Hüfte hält die Technik wieder an, indem sie wegdreht. Und wieder aus. So. Knie stabil halten. Nicht rein und rausklappen. Knie stabil. Aus. Ski. Aus. Ho. Aus. Ho. Aus. Sich. Aus. Marsch. Und locker. Ja, das ist eine Technik, die braucht ihr für den gelben Gürtel, also für die zweite Prüfung. Und die, die schon gelb oder orange Gurt sind oder grün Gurt, ihr braucht sie auch in jeder weiteren Prüfung. Sie ist eigentlich in jeder Kata drin, außer in der Heian Sandan. Und ich brauche sie auch ganz viel in den Grundschultechniken. Aber es ist eine schwierige Technik, man muss sie fleißig üben. Jetzt wollen wir immer drehen. Rechte Fuß vorn, Blockposition. Lasst den Bauch in diese Richtung, dreht die Füße und wechselt die Arme und das Gewicht. Jetzt macht den Block. In die neue Richtung schauen, aus und die Stellung drehen und den Block ausführen. Blick, drehen, ausholen. Block. 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 Und locker. Jetzt haben wir das alles nacheinander gemacht. Das Ziel wäre, wenn wir die Drehung beendet haben, dass auch der Block fertig ist. Also als erstes bewegt sich der Kopf, der schaut, wo ist der Gegner. Und dann drehe ich mich und mache den Block und alles ist zur gleichen Zeit fertig. Stehen, hieb. Blick, fertig. Blick, fertig. Alles zur gleichen Zeit fertig. Sauber bewegen, aber wir versuchen das zur gleichen Zeit zu beenden. Noch einmal, rechts vorn, halten, kalten Blick. Erster Blick, hit. Blick, nie. Blick, so. Blick, schi. Blick, hoch. Blick, hoch. Blick, sich. Blick, halt. Blick, kü. Blick, und locker. So, das nächste, was wir machen müssen, ist diese Technik im Gehen. Also vorwärts gehen und zurückgehen. Rückwärtsstellung, Gewicht nach vorn. Vorlaufen, drehen. Zusammenziehen. Fuß nach hinten, Gewicht nach hinten drehen. Gewicht vor, Fuß vor. Drehen, verlängern. Zusammenziehen, Fuß zurück, Hüfte zurück. Gewicht vor, Fuß vor, drehen. Gewicht noch mehr zurück. Ja, den Popo nach hinten. Fuß zurück, drehen. Einmal vor, Fuß und auf den Ballen drehen, verlängern. Und jetzt auf der Hacke drehen, zurückgehen. Auf der Hacke zusammenziehen, Popo zurück, Fuß zurück, Gewicht wechseln. Und locker. Und wir machen das gleiche mit dem anderen Bein. Stehen mit dem rechten Fuß vorn. Gewicht vor. Fuß vor. Auf den Ballen drehen, verlängern. Jetzt die rechte Hüfte zurückziehen, Popo zurück, zusammenziehen. Fuß zurück. Gewicht zurück und drehen. Gewicht vor. Fuß vor.
Auf den Bahnen drehen, Gewicht bleibt hin. Zurück, zurück, drehen. Vor, vor, auf den Bahnen drehen. Zurück, zurück, drehen. Noch zweimal. Vor, vor, drehen. Zurück, zurück, drehen. Letzte Mal. Vor, drehen. Zurück, drehen. Und locker. Und dazu machen wir jetzt noch unseren Handkantenblock. Und dann haben wir heute schön ausführlich uns mal mit dieser Rückwärtsstellung beschäftigt, die ja doch recht schwierig ist. Okay. Grundstellung. Linker Fuß nach vorn. Fuß vor und ausholen. Drehen und blocken. Zurückgehen und ausholen. Zurücklaufen und blocken. Vor. Block. Zurück. Block. Vor. Block. Zurück. Block. Vor. Zurück. Vor. Zurück. Und locker. Ja, der Körper dreht hier immer eine halbe Drehung. Wenn ich hier anfange, zeigt der Bauch zur Wand. Wenn der Schritt fertig ist, zeigt der Bauch zur Kamera. Wenn ich das rückwärts mache, zeigt der Bauch zur Kamera. Wenn ich fertig bin, zeigt der Bauch zur Wand. Also der Oberkörper und die Hüfte drehen sich immer 180 Grad. Ja? Und nochmal mit der anderen Seite. Rechter Fuß vor. Links vor. Auf den Ballen drehen, Block. Links zurück. Und wieder vor. Mit. Block. Zurück. Block. Vor. Zurück. Bringt das Gewicht nach vorn. Und dann dreht die Hüfte. Gewicht vor Hüfte. Rotation. Bringt das Gewicht noch mehr zurück und zieht die Hüfte zurück. Und Block. Knie. Knie. Ski. Hoch. Hoch. Und locker. Und wir wiederholen nochmal die letzten vier Techniken der Heian Shodan. Oder den mittleren Teil der Heian Nidan. Oder das erste Drittel der Kankudai. Ja, diese vier Handkantenblöcke. Rechts vorn stehen Oizuki, der Rücken zeigt zur Kamera. Rückwärts drehen, der linke Fuß geht über den Rücken. Lied. Gewicht nach vorn. Schräg vorlaufen. Nie. Zurücklaufen, auf der Hacke drehen. Sam. Gewicht nach vorn, schräg vor, schieb. Den vorderen Fuß, den linken Fuß, den nehmen wir zurück. Und noch einmal. Rechten Fuß vorn, rückwärts drehen. Jetzt haben wir links geblockt. Jetzt machen wir einen schrägen Schritt und blocken rechts. Nie. Jetzt drehen wir rückwärts und blocken nochmal mit rechts. Rechten Fuß zurück. So. Und gehen wieder schräg vor. Schieb. Und in den linken Fuß zurück. Jawohl. Nee, das war seitenverkehrt, glaube ich. Schau nochmal auf die korrekten Richtungen. Rechten Fuß vor. Und noch einmal.
Der linke Fuß bewegt sich über den Rücken. Liegt. Nick, Bauch zu mir. Linke Fuß darüber. Ja. Nach links blocken. Der linke Arm macht Block. Okay. Und nach vorne. Knie. Der rechte Fuß zurück. So. Jawohl. Und der linke vor. Jetzt ist es richtig. Und links ran. Und locker. Okay. Gut, jetzt haben wir die Rückwärtsstellung, ist sehr anstrengend für die Beine. Ja, ist viel Druck auf dem hinteren Bein, das braucht viel Kraft. Haben wir heute schön geübt. Dann müssen wir jetzt zum Schluss noch ein bisschen was für die Arme machen. Und abknien. Gut, wir machen 3 Serien von Liegestützen. Die erste auf den Fäusten. Die zweite auf den Händen. Die dritte aus der Bauchlage. Immer 10 Stück. Immer dazwischen eine Pause. Liegestützposition. Hit. Knie. Dran. Ki. Ho. Ho. Ki. Rein. Ki. Ki. Und lockern. Legen den rechten Arm über die linke Schulter. Und mit der linken Hand schieben wir den Ellenbogen noch etwas weiter. Lösen, schieben den linken Arm über die rechte Schulter und mit der Hand schieben wir den Ellenbogen noch etwas weiter. Und lösen. Okay, zweiter Durchgang auf den Handflächen. Jetzt dürfen die Ellenbogen nach außen gehen. Ja? Liegestützposition. Liege. Knie. Sang. Ski. Bo, bo, zieh, han, ju, ju. Und wieder lockern. Den rechten Arm strecken. Hinter den Kopf. Die Hand ist parallel zur Wirbelsäule. Und mit der linken Hand den Ellbogen hinter den Kopf schieben. Den Kopf gerade lassen, den Rücken gerade lassen. Lösen und den linken Arm strecken, hinter den Kopf, rechts fast nach, Kopf gerade, Rücken gerade. Und lösen. Okay, den letzten Durchgang dürft ihr machen, wie ihr möchtet, auf den Händen oder auf den Fäusten. Wir legen uns auf den Bauch, Füße zusammen, Hände auf den Rücken. Ich. Aufstützen hoch, runter, Hände wieder auf den Rücken. Knie. Dann. Ski. Go. Hop. Sit. Hand. Kühl. Und lockern. Sitzen wieder im Cäsar. Und haben es geschafft. Aufrecht sitzen. So. So, wie mehr. Schau mir. Wie.